Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ich hoffe ihr auf jeden Fall, ihr habt schöne Weihnachten, denn Weihnachten ist ja noch im Gange. So, wir werden heute auch weihnachtlich uns in ein Harem reinschleichen, ja, ganz, ganz besinnlich, im Zeichen der Liebe. Ich würde sagen, wir holen uns noch, hier springen wir vielleicht nicht runter. Ich würde sagen, wir holen uns noch einmal hier so eine Bank zum Vorschein, damit wir meditieren können. Dann gehen wir da tagsüber rein, weil nachts in Häuser einsteigen, das ist nur was für einen Mann im dicken roten Mantel mit weißem Bart, ne? So. Elixiere haben wir jetzt nicht vorweg gekauft. Aber vielleicht haben sie ja Milch und Kekse für uns bereitgestellt. So, Weihnachten, das Fest der Liebe, wo alle Schmarotzer zusammenkommen, sich gegen... Das tut mir leid. Nein, das Fest der Liebe natürlich, ne? Wo alle dann wieder zusammenkommen, von der Familie zusammen essen. Man erzählt sich Dinge. So, aber damit wollen wir euch nicht... Will ich euch nicht auf den Sack gehen? Wir sind ja hier, um das Spiel zu spielen, ne? Dennoch hoffe ich, dass ihr schöne Weihnachten habt. Ob alleine, mit Freunden, mit der Familie. Ganz egal, Hauptsache schön. So, jetzt müssen wir erstmal eine schöne Bank finden. Ah, hier vorne. So. Dann wollen wir mal gucken, dass wieder Tag wird. Denn ich habe gar keinen Schlitten dabei. Werde trotzdem vom Dach aus einsteigen. Das weiß ich jetzt schon. Irgendwie gucke ich immer, dass ich von oben reingehe. Nochmal ein bisschen Bilder. Bilder. Wir lesen jetzt ein paar Bilder. Bildung natürlich. Mutter des Kalifen. Die Mutter des Kalifen war das Oberhaupt des Harems, über den sie wie über eine Art persönlichen Hof herrschte. Durch die direkte Verbindung zu ihrem Sohn konnte sie beachtliche Kontrolle über das Imperium ausüben und als fundamentale politische Figur auftreten. Die meisten waren ursprünglich versklavte Konkubinen, die von jenseits der muslimischen Welt ins Abbasidenreich gebracht worden waren. Nachdem sie dem Kalifen einen Sohn geboren hatten, erhielten sie den höchst begehrten Titel Umm al-Walad, Mutter des Kindes, Erben. Es kam zwar selten vor, aber in einigen Fällen konnten sie sogar den Status einer rechtmäßigen Ehefrau erhalten, auch wenn das Stigma ihrer Versklavung blieb und sich jederzeit darauf berufen werden konnte. Al-Chaisuran, die Frau des Kalifen al-Mahdi und Mutter von Harun al-Rashid, war ursprünglich eine versklavte Konkubine aus Jemen. Eine Münze, auf der sich der Name ihres Palastbereichs befindet, legt nahe, dass sie nach dem Tod ihres Ehemanns die tatsächliche Herrscherin war. Die Mutter des Kalifen zu werden, brachte tatsächlich beträchtliche Macht und Reichtum mit sich. Vom Herzen des Kalifenpalastes aus nutzte die Umm al-Walad ihr Netzwerk aus Dienern, Eunuchen und Spielleuten, um Wohltätigkeitsorganisationen aufzubauen, wichtige architektonische und infrastrukturelle Arbeiten zu finanzieren, ihre eigenen Besitztümer zu verwalten und womögliche politischen Verbündeten zu verhandeln. Diesen Status zu erreichen, setzte allerdings auch politische Kämpfe voraus. Nach der Geburt ihres Sohnes wurde es die oberste Priorität einer Umm al-Walad, den Kalifen zu überzeugen, ihr Kind als offiziellen Erben zu ernennen. Damit war sie auf Konfrontationskurs mit anderen Frauen, deren Söhne des Kalifentitel beanspruchen könnten, und auch mit jenen, die sie unterstützten. Das Problem ungehorsamer oder aufständischer Brüder konnte durch Entsendung in entlegene Gebiete gelöst werden. Brudermord wurde zwar als unfromm missbilligt und war deswegen für einen Herrscher des Abbasidenreichs unangemessen, jedoch konnten Verschwörungen, den Thron an sich zu reißen, in seltenen Fällen zur Hinrichtung führen. Ja, willst du auch kein Kind von sein, ne? Wenn du dich da mit einem Bruder ums Spielzeug streitest und der sagt, ja, Papa, der will dich vom Thron stürzen. Zack, weg. Dann ist das wieder dein Spielzeug. Oder seins. Darf ich hier direkt reingehen? Ist das ein Verbündeter? Denk nicht einmal dran. Geh einfach weiter. Wie freundlich. Ich werde einen anderen Weg finden müssen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das heißt nein. Oh, das können wir auch nochmal eben mitnehmen. Oh. Eunuchen. Eunuchen waren kastrierte Männer, die mächtige Posten am Hof der Abbasiten und in anderen islamischen Herrscherhäusern jener Zeit einnahmen, obwohl sie versklavt waren. Sie dienten ihrem Herrscher auf viele Weisen, als höhergestellte Hofverwalter, Lehrer, Schatzmeister, Boten, Leibwächter und Heerführer. Sie überwachten zudem die Anfertigung von Luxusgütern, wie diesem mit geschnitzten Elfenbein versehenen Sarg. Zu sehen, zu ihrer Rechten. Eine ihrer wichtigsten Pflichten war aber wohl die Sicherung und Verwaltung des Harems. Dadurch arbeiteten sie oft mit den mächtigen Frauen des Hofes zusammen. Neben den Abbasiten und den Umayyaden vor ihnen setzten viele Höfe im Laufe der Jahre Eunuchen ein. Insbesondere jene der chinesischen Tang sowie die Höfe in Byzanz und in Persien, der Sassaniden. In allen Fällen war der Grund ihrer Anstellung, dass sie da, kinderlos und fern ihrer eigenen Familien und Heimat, keine anderen Bindungen hatten, die ihre Treue gegenüber dem Kalifen und der Oberschicht, der sie dienten, gefährden könnten. Als kastrierte Männer waren sie von den Einschränkungen im Umgang mit Frauen, die für unkastrierte Männer galten, nicht betroffen. Somit hatten sie die Freiheit, sowohl mit Männern als auch Frauen am Hof Umgang zu pflegen, sich überall frei zu bewegen und auch im Harem ein- und auszugehen. Eunuchen konnten dadurch als Boten und politische Akteure fungieren, welche das Bindeglied zwischen den privaten und öffentlichen Bereichen des Lebens des Kalifen darstellten. Oft verließ man sich in politisch heiklen Situationen auf sie, um beispielsweise Nachrichten vom Gesundheitszustand oder sogar Tod des Herrschers außerhalb des Harems zu verbreiten oder Heere in Bürgerkriegen und bei Aufständen anzuführen. Nicht zuletzt konnten Eunuchen wichtige Mitglieder von Fraktionen am Hofe sein, insbesondere jener, welche sich um die Mutter des Kalifen und die Mütter seiner Kinder scharten. Dies hatte jedoch womöglich schreckliche Konsequenzen, wenn sie sich auf der Verliererseite wiederfanden. Uno momento, ich muss mal einen Schluck trinken. Mir heute nämlich keinen Tee gemacht. So, Enkidu können wir rufen. Hier wird ja wohl kein Bogenschütze sein. Okay, wir haben... Das Dach ist aber jetzt nicht stark bewacht, ne? Hier haben wir zwei Wachen. Also dafür, dass es das Harem ist und hier die Kinder und Frauen des Kalifen sitzen, sind die aber sehr schlecht bewacht, finde ich. Ob die damals nicht so Angst haben mussten, dass die entführt werden? Aha. Da wollen wir also hin. Die Frage ist, kommen wir da rein? Da haben wir noch eine Kiste. Oh, schön. Schönes Ding. Okay, das sind nur die beiden Eingänge, ne? Gut. Dann gehen wir doch einmal hier um die Ecke gucken. Vielleicht dürfen wir hier Eintritt nehmen. Ah ne, wir dürfen lauschen. So. Ihr Einfluss schwindet. Ihre Anhänger werden täglich weniger. Kabiha ist eine großartige Frau, Farah. Das war sie. Als Elmuta Wakil noch lebte. Aber ihr Sohn folgte ihm nicht nach und somit ist ihre Zeit vorbei. Wenn die Ebbe kommt, wirst du mit ihr ins offene Meer gespült? Ich halte mich von Politik lieber fern, Nasrin. Ich bitte dich. Wir wissen, was du für eine bist. Genug! Die neuen Eunuchen treffen jeden Augenblick ein. Hole sie am Tor ab, Makira. Ah. Und benimm dich angemessen. Komm, Nasrin. Können wir uns neue als... Bedienstete bedeuten neue Gesichter im Harem. Richtig. Wenn ich das Gewand eines Eunuchen hätte, könnte ich mich unter sie mischen. Scheibenkleister. Ja, wo kriegen wir denn das her?
Okay, wir brauchen das Gewand eines Eunuchen. Jetzt haben wir hier Fragezeichen. Verkleide dich mit einer Eunuchen-Tunika, um in den Harem zu gelangen. Ja, und die bekomme ich genau wo? Bei dem guten Herrn hier vorne. Das könnte mir passen. Nur blöd, dass es schon jemand trägt. Kann ich den in dem... Okay. Kann ich nicht. Würde ich sagen, wir folgen dem einfach mal, bis weniger Leute in der Nähe sind. Wir folgen ihm unauffällig. Er wird gar nicht merken, dass wir da sind. Das ist, als wenn du jemanden beschatten würdest und du würdest ihn ständig aus Versehen in die Hacken treten. So. Ich glaube, weniger kriegen wir nicht. Warte mal, wir hüpfen mal hier rein. Vielleicht können wir ihn ja doch neugierig machen. Okay. Vielleicht auch nicht. Schaffen wir dich mal aus dem Weg. Okay. Kann ich mit dir hier hoch? Nee. Ich bräuchte hier mal eine abgelegene, ruhige Ecke. Das wirkt irgendwie falsch, jemand bewusstlos in so einem Gebüsch zu zerren. Reicht das? Nein. Okay, da haben wir noch die Wachen. Wie kriege ich denn jetzt seine Verkleidung? Entschuldigung bitte, darf ich mal? Entschuldigung. Hm. Verstecke den Eunuchen, wenn ich den da reinschmeiße? Wie so ein Basketballspieler. Trage die Tunika, um in den Harem zu gelangen. Okay, also Inventar, Verkleidung. Eunuchentunika. Mann, sehe ich kacke aus. Etwas eng an der Brust und am Bauch. Aber na gut, das wird schon gehen, ne? Sieht zwar scheiße aus, aber jetzt passe ich zumindest zu Basim mit seiner neuen Verkleidung. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Jetzt dürften wir doch Einlass bekommen, ne? Alles gut, ich mache das öfter. Ja, ja. Bin mal vom Felsen gesprungen. Und wurde nur von einem Strohbein aufgefangen. So, hier müssen wir einmal wieder außen rum. Mensch, wir waren doch, sind aber doch eben eine Ecke weggegangen, ne? Jetzt dürfen wir durch den Seiteneingang. Hoffentlich klappt das. Na sicher. Okay. Hola. Langsam. Kenne ich dich? Nein. Ich bezweifle es. Dies ist mein erster Tag. Ich käme nur ungern zu spät.
Makira! Friede sei mit dir! Wieso redet er so komisch? Was? Hast du mich bereits vergessen? Nein, ich... Es tut mir leid, der Tag war sehr... Schon in Ordnung, meine Schöne. Mein Gesicht vergisst man schnell. Im Gegensatz zu deinem. Farah erwartet mich. Unter uns. Sie macht mir Angst. Bitte lass mich nicht zu spät kommen. Lass ihn hinein, Abbess. Guter Schauspieler. Möge Allah dich segnen, Sayyidati. So, damit sind wir drin. Jetzt können wir uns hier frei bewegen. Hoffe ich. Du bist... Hast du nicht eben auch gelästert? So. Oben haben wir die Wachen. Da ist irgendwas verschlossen. Da wird bestimmt eine Kiste sein, ne? Du, bitte sag, dass du Al-Kindi gelesen hast. Leider nein, Sayyidati. Liest heutzutage denn niemand mehr? Nicht, wenn es nicht sein muss, gnädige Frau. Ich habe genug zu tun. Morden. Rumschnüffeln. Warum sollte ich Algebra lernen? Das werde ich nie brauchen. Du bist sowas von weise in dem jungen Jahren. Ja, Algebra, ne? Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und. Du musst jetzt erstmal eine Steuererklärung machen, hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Und wenn du die ganzen Papiere hast, stehst du noch dümmer da als vorher. Okay, wir gehen mal einmal einen höher. Mich fleucht, dass wir nach oben müssen. Ich aber nicht nach oben darf. Ach so. Was machst du da? Makira, ich wollte nur... In Kabias Gemach einbrechen. Du bist kein Eunuch. Geh, oder ich sage es Nasrin. Oder Farah. Was willst du ihnen sagen? Dass du mich reingelassen hast? Ich bezweifle, dass sie das erfreuen wird. Du bist eine Kahramana, oder? Du erfüllst die Wünsche der Konkubinen. Wann hat dich das letzte Mal jemand nach deinen Wünschen gefragt? Jemand, der nicht urteilt. Jemand, von dem du nie wieder hören wirst. Es muss doch etwas geben, das du brauchst, Makira. Bieten wir jetzt gerade unseren Körper an? Da gäbe es schon etwas. Abbess am Tor. Er hat nur Augen für Farah. Die Umalwalat. Mich sieht er nicht einmal an. Aber Farah benutzt Farbe, um ihre Augen größer zu machen. Und wenn ich die auch hätte, glaube ich, dass er... Sprich nicht weiter. Ich helfe dir. Wo finde ich diese Farbe? Im Lagerraum. Okay. Aber außer Nasrin darf dort niemand hinein. Farah vertraut ihr bei allem. Selbst bei ihrem Zaubertrank. Farah hat einen Zaubertrank? Nasrin trägt ihn für sie. Und Farah lässt ihn sich geben, wenn sie einen Schluck will. Sie bekommt Mundgeruch davon, aber ich gebe alles, ihn selbst zu probieren. Und das wirst du auch. Und im Gegenzug, Makira, was gibst du mir dafür? Den Schlüssel zu diesem Gemach. Ja, das Augen ist doch schon mal was. Und ein Zaubertrank. Dein Wunsch ist mir Befehl. Okay, unser Angebot kam jetzt doch anders, wie es erst klang. Farbe für die Augen, ein Zaubertrank. Ernsthaft? Es klang ja wirklich so ein bisschen zweideutig, ne? Oh, da müssen wir einmal Stibitzi machen. Hi. So. Also, was ist dieser Zaubertrank? Verstehe. Alkohol. Ja, kann einen schon ziemlich verzaubern, ne? So, jetzt müssen wir noch die Schminke holen.
Alkohol kann einen schon etwas verzaubern. Ne? Man nimmt die Welt auf jeden Fall anders wahr. So. Können wir den einfach hier hinstellen? Größere Augen könnten meine Verkleidung aufwerten. Nein, bleib bei der Sache, Basim. Du brauchst den Schlüssel. Ich habe Trank und Farbe. Dann hole ich den Schlüssel ab. Oh mein Gott. Jetzt dreht er voll durch. Hallo, mein Name ist Basim. Ja, ich bin der neue Eunuch fürs Harem. Bitte sehr. Oh, danke. Die anderen sagen, ich wäre zu jung für Farben und Tränke. Aber ich bin nicht zu jung, um zu erfahren, wozu sie sie benutzen. Natürlich nicht. Also, den Schlüssel? Sie wissen nur mehr als ich, weil sie dieses Buch gelesen haben. Der Garten und seine Geheimnisse. Ich will doch nur den Schlüssel. Die Naturkunde, den Körper, seine Geheimnisse. Es ist berüchtigt. Hast du es gelesen? Nein. Farah bewahrt es in den Gemächern des Kalifen auf dem Dach auf. Der Zutritt ist streng verboten. Makira, wir hatten eine Abmachung. Bitte, wenn du nur das Buch holen und in meine Kammer bringen würdest. Sie ist in der östlichen Ecke, links. Na schön. Aber dann den Schlüssel. Farbe, Zaubertrank und jetzt noch unzüchtige Bücher. Ich wollte den Diener spielen, nicht einer werden. Ja, reich ihr dem kleinen Finger, ne? Reich ihr den kleinen Finger. Wir könnten noch mit einer Wache rummachen, um unser Outfit und unsere Verkleidung völlig auf 100% aufzuwerten. Wie viele Wachen haben wir hier in der Umgebung? Gut, Aha. Wir müssen auf die andere Seite des Daches. Soweit kein Problem, ne? Da haben wir noch einen großen in der Ecke. Den haben wir auch noch nicht markiert. Was war das? Hey! Boah. Dein Ernst? Er läuft einfach dran vorbei. Hallo! Oh, ja! Oh, damit habe ich meine Verkleidung 100% aufgewertet. Wie ist das eine weirde Mission hier vorne? Also es ist schon anders als, als das bisher gelaufen ist. Was denn jetzt? Okay, der andere guckt leider auch. Haben wir. Wieso verschwinden die nicht? Funktioniert das nur mit dem Schwert und der Klinge? Also dem Wurfmesser und meinem Schwert? Aber mit der versteckten Klinge, da bleiben die, ne? Eines Kalifen würdig. Ja. Mit Kronjuwelen ins Harem, ne? Der Garten und seine Geheimnisse. Ein zahmer Titel. Aber das war wohl die Absicht. So, da unten. Ein Geheimgang oder was? Oder wie oder was? Könnte auf jeden Fall ein Geheimgang sein. Das würde ich auch noch gerne untersuchen, bevor wir hier abbauen. Ob man da rein und rauskommt. Verzweifelte Maßnahmen. Sayidi, es tut mir leid, dass ich dich in deinem Refugium stören muss. Auch ich sehne mich nach den Bergen der Heimat. Doch nur Narren fliehen, wenn sie keinen Ort haben, an dem sie sicher sind. Sollte diese Gefahr andauern, gibt es für uns beide keine Zuflucht. Ich habe Maßnahmen im Sinn. Ich bitte dich nur um dein Vertrauen, dass die Kosten dafür gut angelegt sind. Dein treuer Diener, ebenso wie der des Kalifats.
Oh, hoppala. Oh, hoppala. Ja. Okay. Was ist da los? Wer will fliehen und warum? Hey! Du bist da irgendwo, oder? Bin mir ziemlich sicher, dass ich nirgendwo bin. Du hattest so recht. Ich war tatsächlich irgendwo. So, rüber in die Blumen. Warte, Augenblick. Du bist tot. Das sehe ich anders. Herzzerreißend, oder? Herzzerreißend. So, ich denke, wir können eigentlich auch wieder runtergehen. Oh, pass auf, jetzt müssen wir gleich wieder irgendwas holen. Die hat da so einen Holzknüppel, der sieht aus wie ein Huhu. Wenn ich so einen Holzknüppel hätte. Was fehlt noch? Abdullahs Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Aber gewiss glaubt er nicht. Du, okay. Kabiha mag Pünktlichkeit nicht wichtig gewesen sein. Aber ich bin nicht so nachsichtig. Verzeih, Farah. Es wird nicht wieder geschehen. Farah? Für dich heißt sie Sayyidati. Oder Umm al-Walad. Und nun an die Arbeit. Aber gewiss glaubt er nicht mehr daran, den Thron zu besteigen. Kennst du seine Mutter? رأيت المعلم حنين اليوم؟ كان مبتسما مثل غلام صغير ومعه سلة مليئة بالمعجنات الحلوة. Eine herzliche Dame. Schlange im Heiligtum. Als sie mich in den Armen meiner Mutter entrissen, war der Gedanke an meine Schwester mein einziger Trost. Die Vorstellung von einer Welt der Frauen, die meine Zuflucht und meine Stärke sein könnte. Und das war sie auch, eine Zeit lang. Doch nun hat sich eine Seuche verbreitet. Die Grausamkeit und der Ehrgeiz, der die Welt außerhalb unserer Mauern beherrscht, hat auch hier Wurzeln geschlagen. Meine Schwestern sind zu Schlangen verkommen. Ich möchte nicht zum Raubtier werden, doch ebenso wenig möchte ich ihr Opfer sein. Ja, es scheint ein hartes Pflaster zu sein hier im Frauengefängnis. Ist ja tatsächlich so ein bisschen wie so ein Frauenknast, ne? Über die Welt, wie sie sein könnte. Schwestern. Farah. Die al-Awad hat uns verboten, über die Aufständischen zu sprechen. Doch erkennt ihr nicht auch die Zukunft, die sie versprechen? Wir könnten durch die Welt jenseits dieser Mauern laufen. Kein Mann hier würde es wagen, uns aufzuhalten. Wir dürften ungebeten, tanzen, singen, wenn uns danach zumute ist und wären nicht die Dienerin der oder Gefäße eines Mannes. Wir wären... Wir wären nicht mehr der Besitz eines Mannes. Unsere Körper, unsere Entscheidung, unsere Schicksale würden uns selbst gehören. Gefäße des Mannes. Oh, versteht ihr? Entsaftungsanlagen, ja. Das ist geil. Bitte schön. Viel Spaß. Ah, okay, das war das Bett, was uns gezeigt wurde. Ich fange nicht noch mehr Aufgaben ein. Und nicht die kein Tunnel, kein geheimer Tunnel. Das war nur das Bett von dem Männergefäß da vorne. Was ist das doof? Was du? Ein Moment. Es tut mir leid. Es ist eine abwertende Äußerung und das ist überhaupt nicht witzig. Das Buch ist in deiner Kammer. Jetzt. Und? Sind meine Augen größer? Riesig. Makira, ich brauche den Schlüssel. Vom Alkohol her ein bisschen kleiner. Er gibt einem Selbstvertrauen.
Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Als ja, Gefäß oder im Kampf? Trank. Wir hatten eine Abmachung, Makira. Den Schlüssel. Jetzt. Warte. Erst musst du den Trank zurück zu Nasrin bringen. Wenn Farah herausfindet, dass er fort ist, wird sie wütend. Ich hau dir gleich eins in die Fresse. Dir, ich schwöre es. Meinetwegen. Trink etwas Wasser, während ich weg bin, ja? Das ist das letzte Mal, Basim. Setz dich durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns schon mal so ein Ziel gesetzt haben, dass es das letzte Mal ist. Zurück an deinen Platz. Der Trank ist wieder zurück. Alles ist, wie es sein soll. Dadurch war es eine Leihgabe. Jetzt bekomme ich den Schlüssel von Makira. Und wenn ich ihn ihr aus der Hand reißen muss. Ich wette, sie hat gar keinen Schlüssel. Die hat uns so ausgenutzt. Du kommst gerade recht. Ich brauche eine ehrliche Meinung zu meinem Gedicht. Es ist furchtbar. Die 23. Strophe passt noch nicht. Was ist deine Strophe? Vergiss es, Kleingeist. Was ein Mischstück. Die hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass wir uns das hätten angehört. Ja, die hat nämlich gar keine Strophe gehabt. Erledigt. Meinen Teil zumindest. Danke. Seltsam, ich habe etwas Kopfschmerzen. Was passiert jetzt? Du gibst mir den Schlüssel. Ach ja. Hast du ihn nicht? Ich hab's gewusst. Fürchtest du Kabiha? Was ist? Nein, nein. Ihr Stern ist erloschen. Das sagen alle. Ich hab nur Spaß gemacht. Hier. Endlich. Nun zur Suche nach Antworten. Also mich wundert gar nicht, dass sie nicht so beliebt ist hier. Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar und vielleicht im Harem. Aber an wem? Ah, hier die Troller, die Blut in ihr Parfüm macht, hä? Könnte das sein? Eine Haarnadel. Nynx. Wann hat Kabiha die bekommen? Eine Pfauenfeder. Grün. Aber wann ist die hier reingekommen? Eine Karte des Kalifats. Und von Alamut. Ein Dirham. Okay, irgendwas muss ich... Ah, hier. Ach, schon wieder. Ozeanwüste, Kobra, Taube. Tobe wie das Meer, ich versüße deinen Sturm. Brenne wie die Wüste, ich bade in dir Glut. Weißt du wie die Kobra, doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Taube, dann komm in mein Nest. Wohin du auch gehst, so folge ich dir. Wo immer du ruhst, und ruhe mit mir. So, das kennen wir ja schon. Prunks ist der Raum nahezu leer. Es scheinen Dinge zu fehlen. Vor allem Kabiha selbst. Oh, wir sind gleich am Arsch. Die blöde Troller. Was ist das? Was hast du ihr gegeben? Sie hat's vergiftet. Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nasrin? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich. Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Ich schwöre, ich habe ihr nichts getan. Ziemlich clever. Das war dein Werk. Entspann dich. Und gleich zwei Konkurrenten weg, ne? Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges. Nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik. Belladonna. Schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin ein Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Kabiha. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu.
In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Okay. Ihr Gemach ist leer. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Das macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich. Es sind Kinder anwesend. Was eine falsche Schlange. Übrigens. Steht dir. Für Farah kann ich nichts tun. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden. Okay. Ja. Der Frau würde ich auf jeden Fall nicht trauen. Das ist ja hart. Aber eins muss man ihr lassen, loyal ist sie, ne? Das muss man schon sagen. Wo ist diese Kiste? Leite mich in Kido. Die ist weiter weg, ne? Die ist jetzt nicht im Harem. Kiste, 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 Kiste. Ja. So, wir nehmen mal die Abkürzung über ein Dach. Jetzt mal kurz keine Bildung. So viel gelesen heute. So. So, finde Arib. Das wäre auf jeden Fall die nächste Mission. Und da ist irgendwo eine Kiste. So, hier drinnen, ne? In dem Haus. Jetzt müssen wir nur irgendwie hier die Luke aufsprengen. Aber wir haben hier keine keine brennenden Krüge, ne? Nee, hier ist nix. Okay, hier haben wir einen, aber wie komme ich mit denen da hoch? Okay, Tür ist verriegelt. Wie kommen wir denn damit aufs Dach? Können wir hier hoch? Okay, das klappt soweit. Und von hier darüber? Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, Sicherheitsabstand. Brenne. Okay, hier haben wir auch noch Bildung. Aber ich hätte zuerst gerne die Kiste. So. Hier. Ah, da. Da, 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 da. Montur der Verborgenen. Okay, Fenster machen wir auch auf fürs nächste Mal, falls wir das mal brauchen sollten. Och, ich sehe schon, das sind viele Wörter, die ich wieder nicht aussprechen kann. Amr ibn Bar al
Jais war ein sehr produktiver Literat des 9. Jahrhunderts und gilt als einer der besten arabischen Autoren aller Zeiten. Er stammte aus der armen Familie eines schwarzen Kameltreibers, aber sein geistreicher Schreibstil sicherte ihm schon bald die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Oberschicht Bagdads, die er daraufhin mit mehr als 120 Büchern beglückte und in diesen auch satirisch kommentierte. Al-Jahis Spezialität waren Adab-Werke. Diese literarische Gattung versuchte anhand vielfältiger Beispiele die Mischung aus guten Manieren und kultureller Bildung zu beschreiben, über die ein ehrgeiziger Beamter, Höfling oder Schreiber verfügen sollte, um in höheren Kreisen Anerkennung zu finden. Dazu gehören zum Beispiel Elemente aus der Geschichte und Poesie, berühmte rhetorische Erwiderungen, Scherze, Anekdoten und so weiter. Aus diesem Grund behandeln Al-Jahis Bücher zahlreiche verschiedene Themen und enthalten viele auch heute noch zutreffende Beobachtungen. In seinem Kitab al-Hayawan, das Buch der Tiere, beschreibt er beispielsweise mehr als 350 zu seiner Zeit bekannten Tiere und spekuliert, dass Umweltfaktoren zur Entstehung neuer Arten beitragen könnten, indem die Eigenschaften der überlebensfähigsten Tiere vererbt werden. Abgesehen davon, dass er in seiner Jugend Fisch verkaufte, ist über seine berufliche Tätigkeit nur wenig bekannt. Dass er schrieb und intellektuellen Salons, Majlis, auftrat. Er gilt daher als einer der ersten professionellen Schriftsteller der Geschichte. Der Legende nach hatte sogar sein Tod mit seiner Liebe zur Literatur zu tun. Angeblich suchte er in seiner umfassenden Bibliothek etwas, als er von einem zusammenstürzenden Bücherregal erschlagen wurde. Ironie. Aber selbst der hatte schon quasi die Evolutionstheorie. Das ist ja faszinierend, wenn's denn alles stimmt, was das Spiel uns so sagt an Bildung, ne? Aber warum sollte es nicht stimmen? Wofür ist das gut? Hätte ich mir die so hinschieben müssen oder sollen? Oder war das so angedacht, dass ich da mit dem Feuer hochgehe? Da raufkletter, rüber hopse und dann über das Seil auf das Dach gehe? Ich glaube hier, die sind jetzt absolut useless für uns. Also wir brauchen die, glaube ich, für gar nichts mehr. So, aber wir müssen in der nächsten Folge Der Fuchs und der Jäger, finde Arib, müssen wir weitermachen. Wir schauen mal, was die Geschichte uns noch so bringen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt noch schöne Weihnachten, glückliche Tage. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst gern ein Like da zu Weihnachten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.